geschafft! Wir haben Captain Kids Schatz gefunden! Hallihallo! Ich bin Ava vom Kanal Alles Ava und wir schauen uns jetzt zusammen eine Compilation von der Serie Willkommen bei den Damen. Und zwar bei den Kids Choice Awards kann man bei der Kategorie Lieblingscartoon für Willkommen bei den Louds abstimmen. Das könnt ihr dann auf nick.de/KCA machen. Am 13. April um 18.30 Uhr könnt ihr auf Nick herausfinden, ob die gewonnen haben. Das wird so eine tolle Show. Ich freue mich schon total. Jetzt können wir uns erstmal die größten Familiendrama-Momente angucken bei Willkommen bei den Louds. Denn bei den Louds gibt es immer viel Drama. Da bin ich! Hatte ich mir herzlicher vorgestellt. Oh, ihr kriegt mich nicht. Ist das ein neues Spiel? Erklärt es mir doch. Oh, hey Lori, wann bist du angekommen? Lori? Hat jemand Lori gesagt? Oh, ich glaub's ja nicht. Meine kleine Lori Lou. Und nicht auf einem Bildschirm. So hatte ich mir das schon eher vorgestellt. Danke, Dad. Was machst du denn hier, Schätzchen? Ich wollte nur mal meine Familie in Persona sehen. Und was machen wir heute? Was? Ist das wieder so ein Insider, den ich nicht verstehe? Nein, wir freuen uns alle voll, dass du hier bist. Es ist nur das... Training. Videogame-Turnier. Begräbnis. Entschuldige, Lori. Wir wussten nicht, dass du kommst. Wir haben alle schon was vor. Und wir wollen ja keine Gib-mal-zwei-Bücher-Doppelbuchung. Nein, 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 das geht schon klar. Ich fühle mich schon jetzt, als wäre ich nie weg gewesen. Hallo. Ich bin Lilly. Es heißt, man braucht seinen Blinddarm nicht. Aber ich brauche ihn. Hallo! Wie läuft's in der Schule? Irgendwas Neues? Wie steht's mit der Band? Hey, wir wollen hier einen Film gucken. Können wir das nicht verschieben? Oh, klar, tut mir leid. Wollt nur Hallo sagen. Ich gehe zu Luan. Habe ich ein bisschen Popcorn für unterwegs? Danke. Eigentlich, Mann! Entschuldigt, entschuldigt. Eigentlich mag ich keine Vollmilch, aber die sieht so lecker aus. Dankeschön. Es geht doch nichts über Dairyland, um Spaß zu haben. Das Schild für die Fondue-Fälle sagt eindeutig nicht mehr als 3 Personen pro Käseboot. Aber heute geht es darum, dass wir zusammen sind. Und die Schilder sind nur eine Empfehlung. Ich glaube, hier wird gleich nicht nur die Milch sauer. Oh, entschuldige, kommt nicht anders. Das wird großartig. Wir können uns austauschen, einen leckeren Imbiss einnehmen, etwas Sonne tanken. Ernsthaft jetzt? Zu schade. Und jetzt her mit den Chicken Wings. Nein, die gehören mir. Oh. Wenn jemand meinen Frikadellenshake anrührt, dann war's das. Wenn jemand meinen Salat anrührt, dann war's das. Wer bestellt denn schon Salat bei Burpin Burger? Nein, 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 keine Essensschlacht! Hey, komm schon! Lass los! Der Tag sollte uns einander näher bringen, stattdessen... Geht es rückwärts? Ja, genau so empfinde ich das. Nein, ich meine, wir fahren rückwärts. Ich hole uns hier raus. Was sollen wir nur tun? Ihr geht schieben, ich lenke. Ah, ich stopfe dich, Matsch. Es gibt nichts, was ekelhafter ist. Na los, Leute, schiebt. Scheinbar gibt es das doch. Oh, Glückspilz. Willst du was? Hier, hast du's. Matschloch. Leute, hört sofort auf. Ist ja gut, Lori. Wir holen Wenzel aus dem Teich raus. Nein, das ist es nicht, Lenny. Das Wochenende war ein Reinfall. Ich wollte euch nahe sein, aber das ist gründlich schiefgelaufen. Ihr habt alle euer eigenes Ding gemacht und als wir dann was unternommen haben, war es ein Desaster. Es fühlt sich an, als gehöre ich gar nicht mehr zur Familie. Was? So ein Quatsch. Das war doch kein Desaster. Das war ein ganz normaler Lautfamiliensonntag. Ja, Mann, was schreit mehr nach laut, als irgendwo rauszufliegen? Oder Wenzel an einen Teich zu setzen. Und auch wenn du nicht immer bei uns bist, bist du doch immer ein Teil der Familie. Ja, selbst im Jenseits. Danke, Leute. Das musste ich mal hören. Drückt sie! Nein,
Lilly hat uns jetzt 3 Nächte lang wach gehalten. So kann das einfach nicht weitergehen. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Arme Lilly, träumst du immer noch so schlecht? Albträume! Was geht denn nur in deinem kleinen Köpfchen vor sich? Mein Tintenfisch? Verstehe ich nicht. Also an meinem Tintenfisch liegt es nicht. Das glaube ich auch nicht. Die Albträume sind ganz sicher nicht gastronomisch basiert. Auch wenn dein Fisch ein bisschen Salz und einen Hauch Raffinesse vertragen könnte. Gute Idee, Lilly. Eine bildliche Hilfe. Zeig mal dein abstraktes, du bei allen Sternen und Exoplaneten, Müllmonster und Tentakel. Ich verursache deine Albträume. Oh, du hast meine Experimente beobachtet. Ach, nur gut, dass du Flips DNA nie gesehen hast. 2 Worte. Doppelporitze. Keine Sorge, wir finden schon eine Lösung für das Problem. Familie, ich weiß jetzt, wer Lillys Albträume verursacht. Ich. Als Lösung des Problems präsentiere ich die Traummaschine. Hey, sind das Teile von meinem Prinzessinnenauto? Bitte, Fragen erst zum Schluss stellen. Wer diese modifizierten Nudelsiebe trägt, kann in Lillys Albträume vordringen und die Monster besiegen. Wenn sie sieht, dass sie vernichtet sind, dann wird sie keine Angst mehr vor ihnen haben. Ich mach die Monster platt. Ha, das kannst du dir abschminken. 3 Wolkenalarm, 3 Wolkenalarm. Mit eurer ungestümen Reaktion rechnend habe ich vorab bestimmt, wer von euch gehen wird. Lincoln wegen seiner Videogame-Fertigkeiten. Lynn, weil sie so stark ist. Lola wegen ihrer ungezügelten Aggression. Und Lenny, weil sie dieselbe Sprache spricht wie Lilly. Hupu! Hupu! Also an die Arbeit. Hier, eine Portion Tintenfisch als Stärkung für die Mission. Habe ich vorhin nicht gegessen und werde ich auch im Albtraum nicht essen, aber danke. Nun, dein Team, es kann losgehen. Wir brauchen Nachtlichter, Stofftiere und warme Milch. Der schlimmste Albtraum des Albtraums. Das Wichtigste bei dieser Mission ist der Rückkehrknopf. Wenn es Probleme gibt, drückt drauf, dann wacht ihr auf. Oh, apropos aufwachen. Lilly muss schlafend gehalten werden, während wir in ihrem Traum sind. Wenn sie vorher aufwacht, werden wir für immer in ihrem Traum gefangen sein. Halt! Und das sagst du uns erst jetzt? Das wird schon. Unsere Chancen stehen gut, mehr oder weniger. Oh. Mein Assistent Schlafliedbot bringt euch jetzt in Lillys Traum. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ziehen die Schaf. Die Sterne sind die Lämmerlein. Der Mond, der ist das Schäferlein. Schlaf, Kindlein, schlaf. 3, 2, 1. Willkommen in Lillys Traum. Testing, Testing, Kinderzimmerteam, hört ihr mich? Over. Roger, Kinderzimmerteam hört dich laut und deutlich. Augen offen halten nach dem Müllmonster und Tentakel. Wo sind wir? Hey, seht mal hier, mein alter Football. Ha, wir müssen wohl im Keller sein. Ah ja, der Keller. Das ergibt Sinn. Dort fängt jeder Albtraum an. Klingt, als hätte das Müllmonster Lilly gefunden. Wer mäht denn hier um 3 Uhr nachts den Rasen? Scheint Grouse zu sein. Oh, ich mach das schon. Hey, laut, was soll... Wow, schlaflose Moms verstehen keinen Spaß. Und jetzt liegt sie schlafend in den Büschen. Zeit, den Müll rauszubringen. Lynn, halt! Du musst vorsichtig sein. Wirst du im Albtraum erledigt, bist du auch in der echten Welt erledigt. Hör auf! Ständig neue Regeln. Das können wir jetzt nicht brauchen. Nachtlichter bereithalten. Lilly, keine Angst. Wir verjagen deine Albträume. Ja. Ich leiste dir so lange Gesellschaft. Ihr schafft das auch ohne mich, oder? Hier steht, bewegt euch zum Kopf des Cliffs. Kopf?
Da ist dein Kopf. Wow. Weil sein Schädel ist. Kapiert? Also hör zu. Zusammenbleiben und bloß nichts anfassen. Hervorragend. Dann wollen wir mal sehen. Güte! Lenny, was machst du da? Diese Kette ist voll Vintage. Ich tausche meine Sonnenbrille gegen dieses schöne Stück. Nein, sie gefällt ihm nicht. Ob er mir auf Fliegerbrillen steht? Gut gemacht, Lenny. Seil festknoten, Lana. Kann losgehen. Hey, hör dir das an. Stinken! Hör gut zu, wenn jemand singt, ein C-Song dann vielleicht erklingt. Oh. Vielleicht sollen wir irgendwas mit der Gitarre da machen. Wow. Captain Kid, Luna, spiel einen C-Song darauf. Okay, aber ich kenne nur einen. Hoffentlich funktioniert es. Hey, Mann, lass das sein, das tut mir doch weh. Tritt mir nicht, tritt mir nicht, tritt mir nicht, tritt mir nicht auf den Zeh. Eigentlich kommt er immer gut an. Zeig mal die Karte. Oh, mir schwant was. C-Song. Aber wieso schwant? Ich kann hier nirgendwo einen Schwan entdecken. Nein, gemeint ist der Buchstabe C. Das war die falsche Tonart. Hey, Mann, lass das sein. Das tut mir doch weh. Tritt mir nicht, tritt mir nicht, tritt mir nicht, tritt mir nicht, tritt mir nicht auf den C. Wir haben Captain Kids Schatz gefunden. Ja! Jetzt können wir Camp Mastodon retten. Hansi Flip, Sie müssen uns nicht mehr verfolgen. Goldschlag. Lin, hör auf damit. Das sind wertvolle Schätze. Wertvoll? Plunder wohl eher. Das Zeug ist wertlos. Was? Aber es glitzert doch so. Und ich bin so müde. Aber wenn das nicht der Schatz ist, was soll das denn dann sein? Keine Ahnung, aber hört sofort auf, alles anzufassen. Glitzert! Oh, oh. Eine Falle! Lauf! Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Und wir haben uns verlaufen, Bro. Wir haben es echt krachen lassen. Kapiert? Entspannt euch, das war nur mein Magen. Ha. Hey, wartet! Seht doch mal, da sind Tierspuren. Hey, vielleicht führen die uns hier raus. Leute, habt keine Angst. Sie beschützt doch nur ihre Babys. Ach ja? Tja, genau wie ich. Oh ja, ganz genau. Leg dich nicht mit Mama laut an. Willst du einen Nachschlag? Ich hab noch einiges auf Lager. Wieso steht ihr denn da noch alle rum? Los, weg hier! So habe ich sie nicht mehr gesehen, seit ich unseren Hochzeitstag vergessen habe. Eine Sackgasse. Wir werden alle sterben. Das war's wohl für uns. Jetzt sind wir Höhlenmenschen, also richten wir uns ruhig schon mal ein. Hier ist die Küche und hier ist das Bad. Das ist mein Arbeitszimmer. Oh, vergiss es, Lin, das Ganze ist doch nur eine Höhle. Seht nur Captain Kids Hut. Den erkenne ich aus dem Buch. Keine Sorge, wir finden hier schon raus. Verliert nicht den Hut. Oh, meine Hintern. Jetzt habe ich eine zweite Ritze. Zum
Glück ist es noch mal gut ausgegangen. Bei den Laubs gibt es ja immer Wund. So wie sie würde ich auch schon mal gerne im Matsch spielen. Denkt ihr, es fühlt sich an wie Schleim? Ob bei den KCA schon mal eine Schleimschlacht gemacht wurde? Wisst ihr das? Zumindest weiß ich schon mal, dass es bei den KCA schon richtig coole Momente gab. Habt ihr gesehen, wie Katy Perry aus einer Box geslimed wurde? Oder als Heidi Klum auf der Schaukel durch den Slime geflogen ist? Das war ziemlich cool. Oder als die Lochis so richtig durchnässt wurden? Das war ziemlich lustig. Apropos Lochis, hier kommen jetzt die besten Zillings-Momente. Viel Spaß dabei! Ich gehe schon! Cricket, Darling, willkommen! Danke für die Einladung! Beide Wangen! Wie europäisch! Also, hier wohne ich nun. Hier lebe ich mit meiner Familie. Ich freue mich schon auf Sie. Meine Dads können leider nicht hier sein. Sie mussten nach London fliegen. Zur Königin. Mein Bruder kocht gerade. Also, wie wär's mit einer Tour? Unsere Dads machen andauernd neue Fotos von uns. Oh, wie süß. Komisch. Dein Kopf sieht größer aus als bei den anderen. Ich hatte an dem Tag einen Schnupfen. Und hier das Wohnzimmer, wo meine Dads unbedingt meine Preise präsentieren müssen. Oh, ich liebe Katzen. Wie heißen sie denn? Knurrhahn und Fauchi. Ladies, es ist angerichtet. Oh, bonjour. Ich bin Cricket. Wie schön, dass ich endlich Lolas Bruder... Eine Spinne! Schnell! Bloß weg, bevor sie uns frisst! Upsi, Tee ist alle. Ich mach welchen. Ist im Schrank über dich. Ich weiß, wo der Tee ist, Dummchen. Bup. Clyde, diese Crepes sind deliziös. Merci. Das Rezept hat meine Nana Gail aus Frankreich. Oh, sehen du und Lola sie oft? Lola sieht Nana Gail nicht so oft, wie ich wollte. Oh, Nana. Danke nochmal für das superbe Essen. Willkommen zu Hause, ihr zwei! Danke schön, Lola. Komm, Cricket, ich bring dich raus! Hat mich sehr gefreut. Das hat wirklich Spaß gemacht, Lola. Ja, mir auch. Hey, wollen wir uns morgen wieder treffen, zum Beispiel in der Mall? Magnifique! Bis morgen dann! Schnell weg hier! Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Lola bei unserer Kreuzfahrt auch dabei war. Hallo, Chris! Was wollt ihr zwei denn hier? Mom und Dad machen hier Besorgungen und wir durften mit... Los! Hallo, Lola! Oh, dein Bruder! Was für eine Überraschung! Oh, danke schön! Bonjour, Monsieur! Gehen wir, komm! Die Schnäppchen warten auf uns! Das war ja wohl schräg. Weißt du was? Vergessen wir doch die Mall. Wie wär's mit einem Spa-Tag? Ich zahle. Oh, das klingt wundervoll. Aber ich kann nicht. Ich muss ein Outfit für die Geburtstagsgala unserer Labradoodles kaufen. Du kannst mir helfen, Lola. Lenny, bitte hab heute frei. Bitte hab heute frei. Oh, was sagst du zu dem hier? Super, kaufen raus hier. Die Farbe gefällt mir nicht so gut. Hey! Hi, ich bin Lenny. Kann ich dir vielleicht helfen? Was Mode angeht, habe ich hellseherische Fähigkeiten. Au. Aha. Oh, mal sehen, was meine Freundin dazu sagt. Oh, wo ist sie nur hin? Shh. Diese Lenny war echt großartig. Entschuldige, ich hätte auch geholfen, aber es gab Ärger mit dem Parkplatz der Limousine. Voll daneben. Ups, ich sehe noch mal nach der Limousine. Man weiß ja nie. Bis gleich. Schon ausgespielt? Ich habe keine Kohle mehr. Hier, Lola hilft dir aus. Hey, hast du dich umgezogen? Klar, vor 2 Wochen erst. Hey, du warst doch eben gerade erst hier. Schätzchen, Lola Laut ist überall. Lass uns was essen gehen. Ich sterbe vor Hunger. Hab ich recht? Ich fand's auch zum Brüllen. Oh, hey Lola, wir haben dich schon. Ja, ich bin's, Lola Laut. Natürlich kriegst du ein Autogramm. Ich gebe alles für meine Fans. Hey, die Kleine schuldet uns eine Pizza. Oh, Kalender. Perfekt, um all meine Partys und Soirees einzutragen. Komm, wir
das macht Spaß. Lola, sind wir jetzt fertig? Das dauert schon eine Stunde und meine Wangen tun weh. Die Luft ist rein. Ich bin sicher, eins der Fotos ist was geworden. Sieh nur, deine Dads. Meine Augen sind auf jedem Foto zu. Wir müssen nochmal, komm. Aber sie brauchen eine Umgebung, wo es ihnen so richtig gut geht, Lana. Dieses Tierheim ist kein Ort für sie. Das sind meine besten Freunde. Und wenn du sie wegschickst, dann sehen wir uns nie wieder. Naja, wenn du was Besseres weißt. Ich nehme sie mit zu mir. Meinst du, deine Eltern sind damit einverstanden? Aber natürlich sind sie das. Wir könnten anders helfen. Aber es ist hier kein Platz mehr für weitere Tiere. Da sind schon Charles, Cliff und Gio. Fangzahn und El Diabolo. Hobbs und Walt. Und vergiss den Fuchs da nicht. Moment, wir haben keinen Fuchs. Was soll ich denn jetzt tun? Tolle Idee, Hobbsmann. Wenn andere Leute in der Stadt meine Kumpel aufnehmen, kann ich sie andauernd sehen. Hey, Mr. Grouse, ich hab mich gefragt... Was ist kaputt? Etwa ein Fenster? Die neue Alu-Verkleidung? Nichts ist kaputt gegangen. Ich wollte nur fragen, ob Sie Gesellschaft brauchen. Ha, nein, danke. Gesellschaft heißt unterhalten. Und unterhalten heißt Geschwätz. Weißt du, was ich hasse? Geschwätz. Tja, dann habe ich die perfekte Gesellschaft für Sie. Redet nicht, liebt Hockey. Und ihr hasst es beide, wenn ich das mache. Ja, ihr seid wie füreinander gemacht. Ich weiß nicht, der macht sicher nur Ärger. Auf keinen Fall. Ich komme ihn jeden Tag füttern, mache ihn sauber und gebe ihm alles, was er braucht. Bitte, er braucht doch ein Zuhause. Gut. Aber wie, er setzt sich in meinen gemütlichen Sessel. Und? Was denkst du? Also ich liebe Lamas. Und der gute Larry hier ist unterhaltsamer als ein Fohlen, das sich an Mimos Kaffee vergriffen hat. Das klingt aber nach einem Aber. Ah, nimm den Hintern aus meinem Gesicht. Tja, wir sind hier auf der Farm im Moment leider nur zwei Leute. Sag nichts weiter. Ich komme gern vorbei und helfe bei allem, was mit Larry zu tun hat. Tja, also wenn das so ist, dann haben wir einen Deal. Wir würden dir ja gern mit deinen Tieren helfen, Lana, aber ein Flughörnchen? Ja, wir sind eher Katzenmenschen. Was sie nicht sagen. Sie ist nachtaktiv, schläft also tagsüber. Geben Sie mir einen Hausschlüssel und ich kümmere mich um alles. Ja. Kinder, Abendessen! Wieso steht Mr. Grouse schnaufend an unserem Fenster? Sieh dir das an! Dein Vogel beschert mir eine Riesenwasserrechnung. Pinguine sind eben gerne nass, Mr. Grouse. Und sie mögen Badeschaum. Ich kümmere mich darum. Haben Sie Fisch im Kühlschrank? Hier, ein Fischleckerli für dich. Entschuldigung. Und hier auch ein Fischleckerli für Sie. Na schön, das war's dann hier. Und jetzt gehe ich mal was spachteln. Lana, komm schnell. Virginia und Larry kämpfen hier. Alles war in schönster Ordnung, bis Larry sich Virginias selbst gestrickten Pullover geschnappt hat. Larry, los aus! Es ist 3 Uhr morgens. Wieso bist du zu nachtschlafender Zeit wach? Ah!
wirklich sehr unterschiedlich. Wusstet ihr, dass es bei den KCA schon mal eine Kategorie gab, und zwar Lieblingszwillinge? Und ja, das ratet ihr richtig, die Lorries haben das gewonnen. Leider gibt es diese Kategorie dieses Jahr nicht, aber dafür noch ganz viele andere. Das sind so viele, ich musste mir die erstmal alle aufschreiben. Zum Beispiel Lieblingssänger ist Lieblingsrohrbuch, Lieblings-Social-Media-Star, Lieblings-Strip und Lieblings-Fußballerin. Also vergesst nicht, für diese und noch ganz viele andere Kategorien bei nick.de/KCAs abzustimmen. So, wenn ihr jetzt abgestimmt habt, jetzt kommen die besten Rock'n'Luna-Momente. Du hast die Doodads gerettet! Doodads? So heißen wir. Mein Rusty sagt, der Name wäre krass. Cool. Tja, ich gehe dann mal. Ihr werdet euren Gig schon rocken. Luna, wir wollen, dass du morgen mit uns spielst. Wie bitte? Das wird der Knaller. Kotaro, zeig ihr mal unsere Choreo. Und ich habe uns Outfits besorgt von That's R Us. Also, ich fühle mich geehrt, aber das geht nicht. Ich habe eine Menge zu tun und... Aber das ist unsere erste Show und du könntest uns doch ein bisschen Starthilfe leisten. Nur dies eine Mal. Bitte? Hey, was ist denn los, Kleines? Ich habe zugestimmt, morgen mit Dads Band zu spielen. Wenn mich jemand mit einer Dad Band sieht, dann nimmt mich kein Mensch je wieder als echte Rockerin ernst. Aber wieso hast du nicht Nein gesagt? Na, deswegen. Herrje, er hat dich mit dem Dackel-Dad-Blick eingewickelt, hä? Huh? Ach, jetzt komm, ist die Band denn echt so peinlich? Los, 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 los! Mann, das erinnert mich an meinen Auftritt mit Baron Bananas. Da ging es bei jedem Witz um Bananen. Der Auftritt mit diesem Kerl hätte mich fast meinen Ruf gekostet. Und was hast du gemacht? Meine Freunde ferngehalten. Ja, das ist die Idee. Wow, danke, Mr. Coconuts. Du hast mich gerettet. Los, aufpassen, ja? Sonst sieht mich noch jemand. Ah, Sam und Messi. Hallo, Louds. Wow, starker Verstärker. Ist das eine Röhre oder ein Halbleiter? Weiß nicht genau. Aber Mann, ist das heiß hier draußen. Wir lassen ihn lieber nicht in der Sonne stehen. Ciao. Danke für eure Hilfe, Leute. Ihr kennt den Plan? Deine Freunde fernhalten und dafür sorgen, dass die Show nicht gefilmt und geteilt wird. Wow, das war gut, Lenny. Okay, Leute, teilt euch auf. Wenn sie doch geteilt wird, wer setzt sie wieder zusammen? Wieder ganz die Alte. Du schaffst das schon. Unser Bandritual. Komm, Luna, mach mit. Macht euch bereit für eine Rock-Odyssee durch Zeit, Raum und dieses Familienrestaurant. Und hier sind sie, die Doodads! Schau, Leute, noch genialer als in einen Brunnen zu spucken. Oh, und noch ein Fan. Wir sind ein verflixter Hit. Ja. Gib es zu, wir waren der Clou. Und das alles nur dank dir, Luna. Ach, Leute, ich bin nur froh, dass es so gut für euch lief. Ja, geschafft. Keine Freunde da. Keine Videos gemacht. Ich bin offiziell vom Haken. Ich bin euch echt was schuldig. Luna, komm schnell. Bürgermeisterin, was geht hier vor sich? Die Show hat mir so gut gefallen, dass ich die Band zum Royal Woods Festival im Park eingeladen habe. Und dann ging auf einmal das hier los. Da habe ich einfach mitgemacht. Also, darf ich das als ein Ja verstehen? Ein großes, verflixtes Ja. Großartig. Wir sehen uns am Wochenende. Leute, Glückwunsch. Das Festival ist ein richtig großer Gig. Ich werde euch ordentlich anfeuern. Anfeuern? Luna, ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Du musst mit uns auftreten.
Nein, ich meine, dieser Moment gehört allein den Dudettes. Also was diesen Dudette angeht, bist du, mein Kind, offiziell eine von uns. Es ist nur so, Ich weiß, du hast viel um die Ohren und ich sagte nur eine Show. Aber auf einer Bühne stehen, auf einem Musikfestival und das alles mit dir, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Dein Kopf ist ja gar nicht am Headbang. Was ist los? Ich soll Mick fragen, ob er auf dem Schulball spielt, weil ich gesagt habe, er und ich wären Mates. Aber wenn er sich nun nicht an mich erinnert... Ja, du bist doch unvergesslich. Mick, weißt du noch, die Laugenstangen? Spielst du auf unserem Schulball? Es funktioniert nicht, Chunk. Hier, nimm meine Lampe. Stand on the rock and roll. Au, meine Augen! Neuer Plan. Andere Richtung. Ihr tragt mich ja wieder zurück in die Swagger Pit. Ich hab dich, Kleine. Danke, Chunk. Hey, ich steck im Backstage eine Nachricht zu. Um dahin zu kommen, brauchst du ein VIP-Pass, Kleines. Du hast Glück. Dafür kenn ich einen Roadie-Trick. Hier ist dein VIP-Pass. Very important pizza. Hast du die Nachricht? Lieber Mick, hier ist dein Kumpel und größter Fan Luna Loud. Es wäre echt obercool, wenn du morgen auf meinem Schulball spielen könntest. Rock on! Hey, Pizzalieferung für Mr. Swagger. Stehen bleiben. Hm? Ja? Was ist mit den Pepperoni-Streuseln? Gut, dass ich extra Pizzabelege bei mir habe. Als Roadie muss man mit allem rechnen. Ich habe sogar Ananas dabei, wenn's richtig wild werden soll. Ihr müsst gehen. Ja, gute Nacht, Royal Woods. Ich hoffe nur, dass Mick die Nachricht auch erhalten hat. Oh nein, er hat sie weggeworfen. Wie soll ich den anderen nur sagen, dass Mick nicht kommen wird? Tut mir leid, Kleines. Wollen wir uns die Kruste teilen? Chunk, an der Kruste ist Lippenstift dran. Wie ist es gelaufen, Luna? Mick hat sich doch bestimmt gefreut, dich zu sehen. Ging's um die Laugenstangen? Was red ich nur? Na klar doch. Jedenfalls freuen wir uns total auf ihn. Tja, darüber müsste ich mal mit euch reden. Aber nicht jetzt. Wir müssen dir erst noch was zeigen. Oh. Hey! Was sagt ihr? Die ganze Deko ist jetzt auf Mick Swagger ausgerichtet. Es hat die ganze Nacht gedauert und wir sind ein paar Mal ausgerutscht, aber das war's wert. Ja, die ganze Schule freut sich jetzt total auf den Ball. Die ganze Schule? Oh, da ist ja meine Heldin. Dank dir und Mick bin ich jetzt nicht mehr nur Direktorin der Schule mit den rutschigen Bögen. Oh. Hey, was wolltest du uns auf dem Flur erzählen? Gar nichts. Ich meine, ich wäre fast ausgerutscht. Ich sag der Rektorin Bescheid. Sag deinen Freunden doch einfach, dass du Mick nicht gekriegt hast. Dazu ist es zu spät, Mann. Die ganze Schule denkt, dass er kommt. Oh, was habe ich mir nur dabei gedacht? Oh, hey, Luna. Natürlich spiele ich auf dem Ball. Hab ja auch gar nichts Besseres zu tun. Bin ja nur der größte Rockstar auf diesem Planeten. Aber ich muss sagen, deine Imitation von Mick ist echt gelungen. Danke, Chunk. Ist immerhin etwas. Halt, das ist wirklich was. Hey, Kinder, die Turnhalle sieht toll aus und eure Outfits erst. Genug geplaudert. Wo ist Mick? Ich will allen Rektoren der Stadt ein Selfie von ihm und mir schicken. Oh, der ist schon Backstage. Aber er will unbedingt alleine sein vor der Show. Nur enge Freunde dürfen zu ihm. aber natürlich. Das gehört zum künstlerischen Prozess dazu. Ich werde mal nach Mick sehen. Beeil dich. Ich will die Show mit dir sehen. Also hier ist dein Outfit. Ich habe Mix-Songs hier auf meinem Laptop. Jetzt musst du nur noch rausgehen und die Lippen bewegen. Ist gut. Hoffentlich funktioniert's. Vergiss nicht deine Mick-Frisur. Hals- und Beinbruch. Und jetzt einen herzlichen Applaus für Mick Swagger. Wo ist die Band, Mick? Die haben alle die Tourläuse. Ist besser, wenn sie hinter dem Vorhang spielen.
Guter Plan. Na gut, lächeln. Yeah. Hallo, Royal Woods High. Seid ihr bereit zu rocken? Das war ziemlich cool. Nicht nur bei den Lounge gibt's musikalische Highlights. Auch bei den KCAs am 13. April wird's ganz viele Performances geben. Nicht nur gibt's dann Performances, sondern auch noch die Verleihung der Blimps. Wer auftritt, ist noch geheim. Also pssst. Aber es kann nur toll werden. Es gab in den letzten Jahren so viele richtig coole Auftritte von richtig großen Stars. Ich musste mir die schon alle wieder aufschreiben. Zum Beispiel Justin Bieber, Lena Meyer-Landrut, Mike Singer, Jojo Siwa und noch viele mehr. Seid ihr auch so gespannt, wer dieses Jahr dabei ist? Also schaut auf jeden Fall am 13. April um 18.30 Uhr bei Nick vorbei. Werdet ihr auch mal so hungrig, wenn ihr aufgeregt seid? Deswegen schauen wir uns jetzt die besten Essensschlachten an. Köchin Pat, hätten Sie kurz Zeit? Hab ich Sie irgendwie verärgert? Denn das Essen, das Sie mir gegeben haben, war praktisch ungenießbar. Nein, ich hab kein Beef mit dir. Beef, Englisch für Fleisch. Tada, Obst, Zucker und Schinken. Alle Nahrungsgruppen. Hey Lynn, irgendwas stimmt nicht mit Köchin Pat. Sie hat was gegen mich und ich weiß nicht wieso. Ich bin immer nett zu ihr gewesen und ich dachte, da du dich in der Mittelstufe besser auskennst. Moment mal, stell dir vor, Köchin Pat hat auch was gegen mich. Seit ich in der Mittelstufe bin, kriege ich nur noch Ekligkeiten, während meine Freunde die tollsten Leckereien essen. Deshalb trinke ich den Schinkenshake. Es kann doch kein Zufall sein, dass Köchin Pat es gleich auf zwei Lauts abgesehen hat. Also ich habe ihr ganz sicher nichts getan. Vielleicht unsere Geschwister. Wir müssen es rausfinden. Ich will endlich leckeres Essen. Machst du mit? Na klar, Mann. So toll schmeckt das hier nicht. Wenn wir rausfinden wollen, wer Köchin Pat verärgert hat, müssen wir das SAV-Prinzip anwenden. Sorgfalt, Ablenkung und Verkleidung. Eine Antwort zu finden könnte Stunden dauern. Oder Tage oder sogar Wochen. Aber wenn wir sie finden, hat sich die harte Arbeit ausgezahlt. Schon erledigt. Keiner weiß, wieso wir schlechtes Essen kriegen. Luann sagt, es war so schlecht, dass ihr nicht mal ein Gag dazu einfiel. Luna isst mittlerweile Sandwiches im Proberaum. Und Lenny sagt, ihr Essen war einfach total igitti. Dann bleibt nur noch eine, die sie verärgert haben könnte. Was hast du, Köchin Pat, getan? Ah, wow, auch schön, euch zu sehen. Köchin Pat hat irgendwas gegen uns und das macht die Mittagspause unerträglich. Köchin Pat? Ich weiß nicht... Oh, wartet. Jetzt weiß ich's wieder. Es war der erste Tag in der Mittelstufe. Ich hatte gerade ein neues Handy bekommen. Das ist übel. Echt übel. Aber das ist noch nicht alles. Die Suppe war so dick und sämig, dass sie nicht aus ihrem Haar rausging. Also musste sie es abrasieren. Hast du dich jemals entschuldigt? Es war mir so peinlich, dass ich nie wieder in die Mensa gegangen bin. Hör zu, ich schicke dir eine SMS mit Sorry-Emoji. Nein, du musst dich persönlich entschuldigen. Lincoln, ich brauche 3 Stunden zu euch. Gut, dann schreib ihr. Ansonsten rufe ich dich für den Rest der Mittelstufe jeden Tag an, wenn ich mieses Essen kriege. Ja, ich auch. Schönen guten Morgen. Meine Schwester Lori ist ganz weit gefahren, um Ihnen etwas zu sagen. Da! Es kann gut sein, dass Sie es gar nicht mehr wissen. Es war ohne Witz nur ein winziger Fauxpas, aber ich habe Ihnen mal ein kleines bisschen Suppe in die Haare geschüttet und dafür wollte ich mich entschuldigen. Obwohl ich sagen muss, die Glatze stand Ihnen hervorragend. Oh, fast vergessen. Eine Aufmerksamkeit von der Fairway-Uni. Für die Golferin in Ihnen. Da sind ja Kaffeeflecken dran. Der ist antik. Ne. Oh. Schätze, sie hat die Entschuldigung angenommen. Du isst ohne Witz gerade rohes Fleisch. Ich kapier's nicht. Wieso bestraft sie uns denn immer noch? Ihr habt also Köchin Pat verärgert. Ja, die ist ein zäher Brocken, Leute. Woher wissen Sie das? Ach, ich und Pat kennen uns schon seit der Highschool. Hey, meine Limonade! Hier sieht man uns beide. Und zwar beim Völkerball.
Oh, das sind Sie? Ja, das war noch vor den Nacho-Käse-Tagen. Oh, Lynn, sieh mal, wer da noch drauf ist. Hat Köchin Pat etwa auch Beef mit Mom? Jetzt mal Klartext. Wieso bestrafen Sie uns? Keiner von uns hat Ihnen je was getan. Weder wir Kinder noch unsere Mom. Ja, wir haben die Fotos gesehen. Sie beide waren BFFs. Sie hat sie sogar zu ihrer Abschlussparty eingeladen. Nein, das hat sie nicht getan. Ich werde nie vergessen, wie sie mich total gedisst hat. Schulabschlussparty bei mir. Eine Einladung für dich. Cool. Und eine für dich. Ein Glück. Und eine für dich und zwei für dich. Achtung. Ah. Ja. Hey, Patty, wollen wir nicht zusammen auf Ritas Abschlussparty gehen? Ich will das Luftkissenboot sehen. Schritt 1, die Identität des neuen Noschers herausfinden. Ja. Komm doch rein, hier ist viel Platz. Entschuldigt die Verspätung, ich bin nur aus der Ferne anwesend, weil ich auf ein paar flüchtige Isotope aufpassen muss. Basierend auf den schlechten Bewertungen für Jean Juans, Burpen Burger und Aloha-Kamerad, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kritiker in Royal Woods lebt. Soll ich mal meine Royal Woods-Stuhlgangproben auswerten? Das wird wohl nicht nötig sein. Ich weiß, wie wir den Nörgler ausfindig machen können, aber dazu müssen wir uns aufteilen. Lola und Lana, ihr folgt Grant bei seinen Auslieferungen und checkt, ob er unzufriedene Kunden hat. Ich sagte doch, die Takeout-Verpackungen sind viel zu klein. Wir haben unsere Nörgler gefunden. Lynn und Lucy, ihr geht in die anderen Restaurants mit schlechten Bewertungen und sucht nach Informationen. Oh, du hast mich zu Tode erschreckt. Der Tod kommt erst noch. Sie müssen uns helfen. Hatten Sie in letzter Zeit schwierige Kunden? Meinst du, außer euch beiden? Hier drin ist es immer viel zu kalt. Ist die Karte jetzt etwa größer? Wieso habe ich kein Wasser? Ach, ich weiß auch nicht, wieso ich noch herkomme. Der Service hier ist zwei Daumen runter. Ding, ding. Wir haben unseren Nörgler. Hey, ist ja gut. Wir wissen, dass es einer von diesen fünf war, oder? Also bringen wir sie alle zu Lynns Tafel. So wird der Nörgler auf jeden Fall milde gestimmt und er oder sie hört auf mit den schlechten Bewertungen. Ja. Es ist Dad. Hier ist Lola. Hosentaschenanruf. Hör auf, die Bewertung anzusehen und schalt auf Tastensperre. Als Dank für Ihre Unterstützung von Lynns Tafel laden wir Sie zu einem Essen ein, das Sie nie vergessen werden. Und das vollkommen gratis. Okay, alles herzig. Ich meine fertig? Ja, du kümmerst dich ums Kochen und wir uns um den Rest. Lisa, Statusbericht. Alle Systeme laufen. Todd überwacht die Tische, wo die Gäste sitzen werden. Wenn jemand auf Nosch geht, werde ich ihn zerstören. Nein, Todd, du meldest ihn mir. Verflixt. Na gut. Viel Glück, Leute. Ich gehe jetzt auf Audio. Also, denkt dran, wir haben es mit Royal Woods 5 anspruchsvollsten Kunden zu tun. Was heute auch passiert, wir müssen extrem viel Geduld an den Tag legen. Ich spüre, dass ihr mich alle anseht, aber ich will keinen Vorwurf hören. Guten Abend, Verdächtiger Nummer 5. Ich meine Rektor Huggins. Darf ich Ihre Jacke nehmen? Oh, danke schön. Schick siehst du aus, Dreckspatzlaut. Hey, mein Wagen steht gleich an der Parkuhr. Du musst alle 15 Minuten Geld einwerfen. Lauf am besten schon mal los und vergiss die Münzen nicht. Köstlich. Wir haben es geschafft. Es war hart, aber der Abend war ein Erfolg. Nach heute Abend gibt uns der Nörgler garantiert keine schlechte Bewertung mehr. Noch ein Daumen runter von neuer Noscher 123. Was? Wie ist das denn überhaupt möglich? Lisa, hast du was gesehen? Nach dem miesen Muschelsuppen-Fiasko von Graus war das Bild auf einmal weg. Toiletten sind am Ende des Ganges, am Ende des Ganges. Tut mir leid, Dad. Es war unsere Schuld. Nein, es lag nicht an euch. Ihr Monster! Wie konntet ihr mir noch eine schlechte Bewertung geben nach allem, was die Kinder für euch getan haben? Glaubt ihr, ihr seid einfache Gäste? Mit euren lächerlichen Extrawünschen und Riesenansprüchen? Ich sag euch was, Daumen runter für alle von euch! Weswegen rasten sie denn hier so aus? Ja, genau. Ich und wieso Daumen runter für euch? Wartet, was? Also, ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede? Aha, entschuldigt mich einen Moment.
Wenn die es nicht sind, wer ist es dann? Also echt, jetzt übertreiben die aber. Moment mal, Dad, zeig mal dein Handy. Du bist neuer Noscher 123. Naja, dein Handy. Wenn es nicht aus Versehen angerufen hat, muss es einen Account eingerichtet und dann immer wieder Daumen runter gedrückt haben. O.M. Nörgler. Ist eine witzige Geschichte und ihr werdet euch gleich kringeln vor Lachen. Danke, dass ihr mitmacht, Kinder. Ohne euch könnte ich das nie wieder gut machen. Laut, weniger Gequatsche und mehr Muschelsuppe. Oh, nimmst halb so wild. Ist ja nur ein Jahr lang jede Woche. Das kriegen wir hin. Da mach ich nicht mit. Dort ist raus. Habe ich gerade irgendwo Essensschlacht gehört? Das kann ich nämlich aus. Voll krass, dass das Handy von Papa Laut selber die Daumen nach unten gemacht hat. Ist es euch schon mal passiert? Ich kann nicht glauben, dass es überhaupt geht. Wobei, wenn mein Handy was von alleine machen würde, würde es nur die ganze Zeit bei den KCAs abstimmen. Warte mal, wo ist eigentlich mein Handy? Ich muss ganz dringend abstimmen gehen. Okay, ich habe jetzt abgestimmt, aber ich verrate euch nicht für wen. Und jetzt schauen wir uns die besten Linken und Clyde BFF-Momente an. Wir müssen diesen Preis unbedingt gewinnen. Verstanden. Und wir müssen uns beeilen. Morgen ist die letzte Stimmenabgabe. Willkommen zu Wie gut kennen Sie Ihren Chinchilla? Für 1 Million $. Was ist die Lieblingsfarbe deines Chinchillas? Oh, Clyde, ich weiß, wie wir gewinnen können. Ganz recht, Billy. Das war eine Fangfrage. Chinchillas sind farbenblind. Also, was sagt ihr? Eine Game Show. Bin dabei. Ich weiß alles über Chinchillas. Mein Cousin Derek hat 2 davon. Er nennt sie seine Twinchillas. Nein, bei diesem Quiz beantworten wir Fragen übereinander, damit die anderen sehen, wer die wahren besten Freunde sind. Also, ich weiß nicht recht. Ja, zieht sich das nicht schon lang genug hin? Ihr habt unser Wort. Danach ist es endgültig vorbei. Versprochen? Versprochen. Kängurus! Heute gibt es mal keine News, sondern eine Gameshow, um die Frage zu klären, wer sind die besten Kumpel in dieser Schule? Okay, und hier sind unsere Teams. Team 1, Klinkel McLaughs. Team 2, Sustis Birdles. Los geht's mit Runde 1. Jedes Team hat einige Fragen über sich beantwortet. Und jetzt die Antworten, die zeigen, wie gut sie ihren besten Freund kennen. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Lincoln, was ist der Lieblingsfilm deines besten Freundes? König der Ringe. Er hat recht, es ist König der Ringe. Ein Punkt für Klinkin McLeod. Rusty, was ist 6 Lieblingsfilm? Einfach, Angriff der Mutanten-Alien-Knöpfe vom Mars, Teil 10. Nein, Teil 9. Jeder weiß, danach waren die Filme nur noch Schrott. Zack, was ist Rustys Lieblingsessen? Leber mit Zwiebeln. Leber mit Zwiebeln. Ein Punkt für Team Sustys Spurles. Ja. Boom. Lincoln, was ist Clydes Lieblingsessen? Die Käsebällchen von meinem Dad. Oh, das war früher mal so. Aber seit Nana Gell hier wohnt, macht sie mir immer Bœuf Bourguignon. Habe ich das denn nicht in unsere Liste eingetragen? Oh. Yes. Es steht 1-1. Es wird Zeit für Runde 2. Bei den folgenden Aufgaben für beste Freunde geht es um Vertrauen, Kommunikation und Teamwork. Es gibt jeweils einen Punkt. Als erstes geht es um blindes Vertrauen. Sasti Spurdles, ihr fangt an. Ja! Yeah. Punkt für Sasti Spurdles. Jetzt ihr Klinkeln McLeod. Entschuldigung, ich hatte Leber mit Zwiebeln zum Mittagessen. Es steht jetzt 2-1 für Team Sasti Spurdles. Diese Aufgabe soll zeigen, wie gut ihr kommunizieren könnt. Einer aus jedem Team muss die Skatepiste zurücklegen. Mit verbundenen Augen. Er darf nur mit verbalen Kommandos dirigiert werden. Position einnehmen. Auf die Plätze. Fertig. Geradeaus. Los, gleich. Los. Nach rechts. Jetzt nach links. Nein, du musst rückwärts. Weiter geradeaus, wir schaffen es! Punkt für Klinkel McLeod, es steht unentschieden! Bei der letzten Aufgabe bereiten die Teams einen Freundschaftshackbraten zu. Wer hierbei gewinnt, gewinnt das Spiel! Jetzt wird's richtig spannend! Auf die Plätze, fertig! Es gibt nichts Schöneres für mich, als mit meinem besten Freund zu kochen.
gibt nichts Schöneres für mich, als mit meinem besten Freund zu kochen. Ihr klingt echt voll lächerlich. Ihr seid nur sauer, weil ihr wisst, dass wir gewinnen. Ja, ihr tut doch einfach nur so, als ob. Von wegen beste Freunde. Gut, auf die harte Tour also. Tja, ich hoffe, ihr mögt eure Eier gerührt. Nicht die Dekoration, wirf die hier. Leute, halt! Das geht jetzt wirklich zu weit. Seht euch doch nur an. Ihr führt euch auf wie die reinsten Hornochsen und ich und Stella haben jetzt genug. Wir wollen keine Freunde, die sich so benehmen. Also, wir sind raus. Komm, Liam. Hey, wartet. Ihr habt recht. So sollten Freunde sich nicht behandeln. Tut uns echt leid, Leute. Uns tut's auch leid. Könnt ihr Zack verzeihen? Ich meine, könnt ihr uns beiden verzeihen? Natürlich. Und könnt ihr zwei uns auch verzeihen? Ja, kommt schon her, Leute. Und ihr seht richtig, wir senden ab heute in prächtigem High Definition, dank unserer neuen Kameras. Und hier unser neuer Reporter, Chandler McCann. Was gibt's denn heute, Chandler? Heute gibt es mein persönliches Lieblingsgericht, Hühnchen ins Gesicht. Klingt köstlich. Was ist Hühnchen ins Gesicht? Das ist Hühnchen in euer Gesicht. Das war mies. Oh, das war echt schlimm. Ja, was hat das Hühnchen ihm getan? Leute, wir müssen ihn feuern. Hallo, Action-News-Team. Das war mal eine fundierte Reportage, was? Hey, Chandler, wir haben uns mal ausgetauscht und wir glauben nicht, dass du... Was immer du sagen willst, sprich es in diese neuen Mikrofone. Wow. Nicht so schnell. Ich will eine größere Rolle in der Show. Irgendwas mit mehr Sendezeit. Wie wär's mit dem Wetter? Wir besprechen das kurz. Natürlich. Tja, also wir wissen alle, dass Chandler schlimm ist, aber diese Mikrofone sind super. Ja, keine Tonstörungen mehr bei unseren flotten Scherzen. Außerdem, was soll er beim Wetter schon falsch machen? Okay, Chandler, du hast den Job. Ja! Und jetzt, Chandler mit dem Wetter. Yo, ihr Honks, Chatman hier, holt eure Gummischuhe raus, denn es ist ein Riesensturm im Anmarsch und ihr werdet klitschnass werden. Bis später. Ich lag falsch, er hat das Wetter verhunzt. Der Chandman muss gehen. Hallo, Leute. Hey, Chandler, wir haben uns mal unterhalten. Hey, und ich hab hier was für mein Lieblings-News-Team. Eine Satellitenschüssel? Einen Moment mal, wo ist der Haken? Also, ihr kriegt die Schüssel und ich krieg meine eigene Reihe. Mit dieser Schüssel können wir in der ganzen Stadt senden. Unser Hühnerstall liebt lokale News. Meine Oma könnte mich sehen. Alle würden mich dann sehen. Lincoln, wir werden berühmt. Aliens könnten das Signal empfangen. Also Chandler, wir haben beschlossen. Du kriegst deine Reihe. Ja, das wird voll der Hammer. Oh, da muss ich rangehen. Chandman hier. Ich bring das Baby hier mal aufs Dach. Und jetzt via Satellit das Action-News-Team mit den Schulnachrichten. Guten Morgen, Kängurus. Heute präsentieren wir euch eine brandneue Reihe von Chandler. Sie heißt Bro mit Durchblick. Hey Leute, hier ist Chandler McCann mit Bro mit Durchblick. Wusstet ihr, dass ich Royal Woods Bücher Slammer Nummer 1 bin? Checkt das aus. Pass doch auf. Hey. 19. Oh, ein neuer Rekord. Ich bin euer Bro Chandler und das war Bro mit Durchblick. Das war gar nicht gut. Die Temperaturen bleiben bei um die 25 Grad. Und unten im Süden, da wird es heiß, heiß, heiß. Hoffentlich macht Chandler heute nicht wieder was Chandlerhaftes. Zurück zu euch, Lincoln und Clyde. Danke, Stella. Also, wir schalten jetzt zu unserem Bro mit Durchblick. Yo, hier ist euer Durchblicks-Bro mit einer brandneuen Durchblicks-Info. Dirk wurde verlassen. Kommt mit für die schmutzigen Details. Hey, Dirk, du wurdest verlassen? Was? Lag es vielleicht daran, dass deine Hose zu eng ist? Ja, viel zu eng. Hier ist der Bro mit Durchblick und das war's.
also, das ging zu weit. Volltreffer, schon wieder. Das war schrecklich. Bisher waren all deine Reportagen einfach schrecklich. Aber jetzt ist Schluss, Chandler, denn du bist gefeuert. Ich gefeuert? Oh nein, ich bin am Boden. Scherz. Netter Versuch, aber ich gehe nirgendwo hin. Dazu habe ich zu viel Spaß. Und ratet mal, was in euren Schränken ist. Spoiler-Alarm, Stinktiere. Oh, Sekunde, da muss ich ran. Hier ist Gentman. Wir sind selbst schuld. Wir haben uns von der coolen Ausrüstung blenden lassen. Ach ja? Nach welcher Art Schmuck suchst du denn? Ist das Chandler? Er hat wohl sein Mikrofon angelassen. Ich habe ein paar Manschettenknöpfe in der Kläranlage von meinem Dad gefunden. Die wären was für dein Opa. Oh, und denk dran, mein Dad darf niemals erfahren, dass du die von mir gekauft hast. Wenn doch, dann bist du erledigt. Leute, so muss Chandler an das Geld für die Ausrüstung gekommen sein. Er hat Sachen aus der Kläranlage verkauft. Ich weiß jetzt, wie wir Chandler loswerden können. Für immer. Es wird Zeit für ein Action-News-Team-Undercover-Einsatz. Warte mal. Oh mein Gott. Chandler muss einfach geschluckt werden. Das war das schlimmste Ding, was ich jemals gesehen habe. Hoffentlich schaffen die Freunde das. Es war so cool, das mit euch zu gucken. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Die Nominierung zum Lieblingscartoon haben sich Linken und die Laus wirklich verdient. Nicht vergessen, für Willkommen bei den Laus noch ganz viele andere abzustimmen. Das könnt ihr bei nick.de/KCA. Am 13. April um 18.30 Uhr gibt es dann die richtig große KCA-Show. Und zwar bei Nick im TV. Da werdet ihr sehen, wer die Blinks gewonnen hat. Da gibt es noch ganz viele Performances und ganz viel Style. Ich kann es kaum abwarten. Ich mache jetzt schon ein bisschen Party und feiere die Kids' Choice Awards. Dankeschön, dass ihr mit mir die Compilations angeguckt habt. Und vergesst nicht, die KCAs anzuschauen. Aber jetzt erstmal Party!